Jo Leute, und willkommen zum fünften Tag aus New York. Wir haben heute beschlossen, dass wir ein bisschen entspannteren Tag machen. Wir wollen in den Central Park und eventuell uns einfach dorthin chillen oder vielleicht ein bisschen Sport machen. Mal gucken. Erstmal gehen wir jetzt auf jeden Fall bei uns hier in Queens in den Supermarkt und kaufen ein paar Sachen für heute, auch für den Central Park. Und ja, ich denke, ich nehme euch einfach mal mit und wir gucken einfach mal, was wir heute machen werden. Auf jeden Fall geht es mir mit meinen Mückenstichen langsam schon wieder besser. Das sieht schon wieder alles normaler aus. Heute Nacht haben wir wieder zwei Mücken erwischt. Die Biester sind hier richtig schlimm. Aber naja, wir gehen jetzt erstmal in den Supermarkt hier in Queens. Und danach fahren wir nach Manhattan mit der U-Bahn. Und da nehme ich euch dann halt mit. Bis gleich. So Leute, ich habe bisher ja noch nie aus dem Supermarkt gefilmt. Aber ich muss euch einmal was zeigen. Denn das hier ist die Abteilung für Cookies. Und ihr müsst euch mal die Auswahl an Oreos hier reinziehen. Das ist so unnormal. Die haben ja alles. Die haben bunte Oreos mit weiß und schwarz. Dann haben die Oreos mit Peanut Butter, also Erdnussbutter. Dann haben die Oreos nur in weiß. Dann haben die Oreos mit so einer Birthday Cream drauf. Mit solchen Streuseln, die man von diesen Geburtstagen kennt. Dann haben die Oreos mit Zartbitterschokolade oder so. Dann haben die Oreos mit so einer Zitronencreme. Dann haben die halt normale Oreos, natürlich, wie jeder andere in Deutschland auch, aber dann haben wir nur die. Dann haben die auch noch hier solche Sticks, wie man von diesen Teller-Sticks kennt, die man in so eine Creme reintauchen kann. Die haben alles. Guckt euch mal die Oreo-Sachen an. Die gehen von hier bis hier. Das ist so unnormal. Das hier alles sind unterschiedliche Oreos. Die Auswahl ist viel zu groß, Leute. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber ich glaube, ich gehe mit diesem hier, mit den Zitronen. Wir sehen uns gleich wieder. Jo Leute, wir haben uns jetzt umgezogen, sind im Central Park und haben schon ein bisschen Fußball gespielt. Und ja, wir machen uns hier einfach einen schönen Tag, ganz entspannt. Einfach mal, weil wir sind ja jetzt viel rumgerannt und so in New York und jetzt haben wir einfach mal Lust, einen Tag Pause zu machen oder so ein bisschen zu entspannen, ein bisschen das zu machen, was uns Spaß macht hier, ein bisschen Fußball zu spielen und so. Natürlich in Schalke-Trikots, so wie es sich gehört, Leute. Und ja, keine Ahnung, ich werde euch einfach mal gleich so ein paar Sachen hier zeigen. Und nachher müssen wir auch noch zusammen die Oreos probieren, das ist natürlich auch wichtig. Und ja, keine Ahnung, ich habe einfach jetzt hier mit meiner Familie einen schönen Tag. Wir spielen ein bisschen Fußball, machen ein bisschen das und dies und dies und das. Und ja, euch nehme ich einfach mal mit. Ihr werdet gleich wahrscheinlich noch viele Sachen sehen. Bis gleich. So Leute, jetzt ist auch an der Zeit, die Oreos, die wir gekauft haben, aufzumachen hier mit Zitrone. Die gibt es ja in Deutschland meines Wissens nach nicht. Und jetzt wird es Zeit, hier zu probieren. So, reißen wir jetzt erstmal die Verpackung aus. Zack. Das ist hier anders anscheinend. Die sind hier, oh Gott, sind das viele. Guckt euch das mal an. In Deutschland sind die doch nur so einzelne Tüten in so kleinen Folien verpackt und das sind maximal 4 Tüten oder so. Hier sind das richtig viele. So Leute, jetzt wird es auch mal Zeit, die hier zu probieren. Dazu habe ich mich jetzt mal ein bisschen von meiner Familie hier weggesetzt. Einfach, damit ich ein bisschen Ruhe habe, weil die essen da auch natürlich und so. Und ja, jetzt probieren wir die noch einfach mal und dann zeige ich euch, wie der schmeckt. Das ist übrigens kein Werbevideo, falls es jetzt so aussieht. Also, diese Zitronencreme, die schmeckt echt mega geil. Das ist mal was anderes. Und die weißen Plätzchen auch, das passt einfach richtig gut zusammen, finde ich. Irgendwie so eine Summer Edition, keine Ahnung. Haben die aber wahrscheinlich das ganze Jahr über, neben den anderen 10.000 Oreo-Sorten. Das ist echt geil. Ich werde mal noch mehr holen und die probieren. Das ist wie so ein Werbefilm. Weißt du, ich kriege von Oreo jetzt so ca. 5.000 Euro dafür. Mmh, sind die lecker. Mmh. Ich kann euch das nur empfehlen. Lecker, lecker, lecker. Ne, keine Ahnung, Leute. Der Tag war heute richtig entspannt bis jetzt. Mmh. Das macht mal Spaß. So, wir haben gerade Leute getroffen aus Neuseeland, die hier sind. Die haben sich mal unseren Ball ausgeliehen. Die waren auch mega cool drauf. Nach Neuseeland will ich auch mal. Und Australien und da unten. Mmh. Das muss eine echt coole Gegend sein. Aber jetzt bin ich erstmal hier im Central Park und habe hier die mega geile Kulisse mit den Hochhäusern nebenan. Aber ich glaube, so sind die Lichtverhältnisse hier am besten. Ja, keine Ahnung.
Ist einfach mega geil hier in New York. Und ich freue mich jetzt auch mal so einen entspannten Tag dazwischen zu haben, wo ich nicht die ganze Zeit rumrenne und irgendwie Sightseeing mache. Das kommt morgen wieder. Heute ist der entspannte Tag im Central Park. Nee, der entspannte Tag im Central Park, habe ich gerade gesagt. Der entspannte Park im Central Park. Jetzt ist hier überall Sonne. Ich weiß nicht, wie das Licht am besten ist, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach nachher nochmal. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt fertig mit unserem Tag hier im Central Park. Wir haben sowohl Fußball gespielt, als auch ein bisschen anderes Workout gemacht, ein bisschen Volleyball und wow, ich bin mega kaputt, Leute. Es war mega anstrengend und ja, aber auch mal entspannt. Es war mal was anderes, als immer nur in der Stadt rumzurennen. Und ja, jetzt gehen wir los wieder zur U-Bahn-Station und fahren dann wieder nach Hause, nach Queens. Also bis gleich. So Leute, das war's vom heutigen Vlog. Wie gesagt, es war nichts Besonderes. Wir waren halt den ganzen Tag im Central Park und haben das gemacht, was uns Spaß macht, ein bisschen Sport gemacht. Sonst nichts. Einfach mal einen Tag Pause machen. Wir haben ja noch, wir sind ja 2 Wochen hier, also nicht mehr ganz, aber wir haben halt alle Zeit der Welt, um uns hier alles anzugucken. Und deswegen können wir auch mal ein paar Tage Pause reinmachen. Morgen geht es dann natürlich weiter. Je nachdem, wie das Wetter ist, entscheiden wir morgen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach eine positive Bewertung da und schreibt einen Kommentar, was euch gefallen hat, was ich noch verbessern kann. Das macht mir echt Spaß, das immer anzugucken, weil hier auf diesem Gebiet kann ich mich natürlich noch viel verbessern, weil ich es eben dieses Mal zum ersten Mal mache. Und ja, ich freue mich auf eure Verbesserungsvorschläge. Ich würde sagen, falls ihr Bock habt, lasst ein Like da und abonniert, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns morgen wieder und ciao.